Das Grande Finale der Special Olympics Nationalen Winterspiele 2024 markierte dann die große Schlussfeier, die am Schladminger Wetzlarer Platz über die Bühne ging. Dort ließ man die Erlebnisse der vergangenen Tage nochmals Revue passieren, machte auf die Wichtigkeit der Special Olympics Bewegung aufmerksam. Ja, was soll man sagen? Wir haben als kleine Sportbewegung, als Sportfest begonnen und sind jetzt mittlerweile gewachsen, weltweit vertreten, die Special Olympics Organisation und Österreich aufgrund der Weltwinterspiele 2017 natürlich einer der weltweit führendsten Organisationen. Von 14. bis 19. März wurde in Graz, Seyersberg-Pirka, Ramsau am Dachstein, natürlich in Schladming, gelacht, getanzt, gefeiert, gejubelt und geweint und so ein unverkennbares Zeichen für Akzeptanz und Inklusion gesetzt. Ja, das Resümee ist, dass wir uns einfach freuen können und Danke sagen. Danke an das ganze Team von Special Olympics, die Birgit Morelli, die Nicole Koch, Peter Ritter, Robert Kasper. Danke an all die vielen Freiwilligen, die mitgeholfen haben, dass diese Winterspiele zu einem ganz großartigen Erfolg geworden sind. Da gehört dazu natürlich der Rotary Club Schladming, da gehört dazu unser Herzlichkeitsteam und die vielen Volunteers. Und in Summe kann ich sagen, ist es gelungen, mit diesen Spielen ganz vielen Menschen ganz große Freude zu schenken, ganz große Emotionen auszulösen, viele, viele, viele Gewinner, das ist wunderschön. Und durch diese großartigen Spiele ist auch ganz viel Freude an uns zurückgegeben worden. Wir können nur Danke sagen und wir freuen uns auf die nächsten Spiele mit Special Olympics. Ein Resümee, kurz, gibt es gar nicht, sondern es wird stundenlang dauern, wenn ich irgendwie über die ganzen Emotionen erzähle, über die schönen Freundschaften, über die vielen Leute, die was bei uns da waren und über die Botschaft, die Special Olympics ausdruckt. Und das war wieder besonders, es haben alle zusammengeholfen, damit es unseren besonderen Persönlichkeiten gut geht, damit die über Sport einfach eher erzählen können, sich zeigen können und einfach über Sport Inklusion zu leben, das war uns wieder eine besondere Ehre. Und wie gesagt, ihr könnt noch wahrscheinlich 2 Stunden drüber reden und wir waren nur noch nicht fertig. Die Sportlerinnen und Sportler blickten jedenfalls mit Freude auf die einzelnen Bewerbe und ihre Erfolge zurück. Der Skifahren, also das Skirennen hat mir gefallen und ich habe was gerissen und das hat mich stolz gemacht und ich werde nächstes Mal wieder dabei sein bei den Olympischen Spielen. Ich bin so stolz, ich kann es dir gar nicht sagen. Also am meisten stolz, dass sie das gemeistert hat. Sie war echt, glaube ich, nie nervös. Und sie war mit so einer Begeisterung dabei und sie hat das gelebt von Anfang bis zum Schluss. Das Skifahren ist dabei sein, war super für sie. Die Rennen selber, viel Fans hat sie gehabt, war alles super für sie. Ich habe es zusammen selber gemacht. Ich will nicht, dass sie erster sein, ein bisschen noch schneller die Ski. Die Special Olympics Bewegung lebt vom Miteinander und so ist man stolz, auf zahlreiche Partner, Helfer und Unterstützer vertrauen zu können. Schladming und Ramsau hat das natürlich sehr gut organisiert. Man sieht, da ist die gewisse Erfahrung schon da und ich hoffe, wir können es bald wieder machen bei uns in der Region. Ich glaube, das zeichnet unsere Region aus und auch unsere Region zeichnet ganz besonders aus, dass da zusammengeholfen wird über die Gemeindegrenzen hinaus und ich glaube, das sieht man bei der Veranstaltung ganz besonders. Hervorzuheben ist auch die Bedeutung von Großveranstaltungen wie den Special Olympics für Schladming als Tourismusstandort. Der Schladming-Dachstein ist seit 1993 mit dem Special Olympics Fieber infiziert. Wir haben die Freude, immer das auszurichten. 2017 die Weltspiele, jetzt die nationalen Winterspiele. Ist nicht nur der emotionale Erfolg toll, sondern auch ein wirtschaftlicher Erfolg, weil ja diese Spiele meistens in Zeiträumen sind, wo eine ruhigere Zeit ist, wo viele Nationen, auch wie heuer Ungarn, Slowenien, Slowakei in die Region kommen, viele Betreuer dabei sind und viele tausend Nächtigungen produziert werden. Und somit können wir sagen, es ist ein Heartbeat for the World, der Freude macht, der Emotion bringt und zugleich auch ein guter Match ist für die Region Schladming-Dachstein im Tourismus. Naja, seitens der Berneuer Hurzenbahnen sind wir mächtig stolz, mit der Hochwurzen die Gastgeberrolle für die Ski-Alpin-Bewerbe übernommen zu haben. Es waren großartige Spiele, es waren natürlich auch großartige Einsätze unserer Pistenmannschaft. Es hat doch ein bisschen getröpfelt, aber ich glaube, zusammen mit dem Wintersportverein Schladming haben wir das gut hingebracht. Im Zuge der Schlussfeier zeigte sich dann einmal mehr, dass die Bedeutung der Special Olympics die einer klassischen Sportveranstaltung weit übersteigen.
Also grundsätzlich sind es immer die Begegnungen mit den Sportlern und eine besonders schöne Begegnung hatte ich, als wir die letzten Tage vor Beginn der Akkreditierung der Anreise waren, wie wir dann den ersten Kontakt zu den Sportlern gehabt haben. Das war genau ein Sportler, den ich vor 4 Jahren auch bei den Spielen getroffen habe, dass ich genau diesen Sportler als erstes wieder trifft. Das hat mich so bewegt und berührt, weil ich gewusst habe, so, und jetzt legen wir los, jetzt geht's los. Einen gebührenden Ausklang fanden die 7. nationalen Winterspiele mit einem Konzert von Egon Seven, mit dem passenden Soundtrack für große Special Olympics Glücksgefühle lieferten.